aber wenigstens eine Kiste gefunden. War die vorher schon da? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. So, was ist denn hier los? Oh. Hello and good afternoon, Luca. Shalinda? This is Shalinda bringing you all the latest news from throughout Spira. These days, everyone's talking about the groups battling throughout Spira for control of the spheres. Let's start with the Youth League. From its leader, Maven Nuge, on down, their ranks are made up mostly of former Crusaders. Mm-hmm. Fresh off its attack on Kilika Temple, the Youth League is sending shockwaves throughout Spira. Pairing off against them is none other than New Yevon. All eyes were on them after the New Yevon chairman's sudden resignation. Chaos seemed inevitable. But their newly appointed leader, Praetor Barrelai, has held them together with utmost finesse. Another group turning a lot of heads is the Machine Faction, an Albed organization. They've managed to distance themselves from the sphere struggle embroiling Spira. But their unmatched technological prowess could well be enough to dramatically shift the balance of power. And let's not forget the LeBlanc Syndicate, the gang with a style all its own. Headquartered at Chateau LeBlanc in Guadalcanal, its agents span the globe. But lately, there's one group in particular that's been drawing all kinds of attention. That's right, the only group led by a High Summoner, the Gullwings! And now, here's today's special guest, High Summoner Yuna! Hm. Huh? Break a leg. wir werden live übertragen, oder wie, Lady oder was? Yuna, your concert the other day was nothing short of spectacular. Well, it was sort of me up there. But not exactly. Puzzling words, to be sure. And speaking of puzzling, why the sudden career change to sphere hunting? It sounds like you caused quite a stir with that disappearing act you pulled on Besaid. And I'm very sorry about that. Rumor has it you left the island looking for clues about a certain young man. Anything you can share with us? Wer hat denn das jetzt hier, behauptet? Ja, das ist richtig. Ach, das ist nur ein Gerücht, das bleibt geheim. Very hush hush. Sounds intriguing. It's a long story. I'm sure it is. One can only imagine the fascinating tales that led to you becoming the leader of the Gullwings. Hold it right there! I'm the leader! Me! Gullwings, we rock you! Whoa! This thing on? It's taping two more arms right now. This is just a toy compared to the things I've invented. Tell us, is it true that the Gullwings have thrown their support behind the Youth League? That statement is kind of true, but not really. No! We don't want to get caught up in other people's problems. So many questions left to ask, but I'm afraid we're out of time. Our thanks to today's guests. High Summoner Yuna and the Gullwings. Ach du Jemine, was war das denn gerade für eine Übertragung? Not bad. Jemine. You should have joined in too. Yeah, it was more fun watching. Lady Yuna, great interview. Thank you so much for helping me out. This isn't much, but consider it a token of my gratitude. Oh, Kostümpalette Absorbe erhalten. So, how long have you been doing this? Well, after the calm came, the temples were in decline. At first, I thought the best thing I could do would be to help the temples get back on their feet. But everyone just ordered me around. I got tired of it. You couldn't just tell them no? That's the part of me I wanted to change. I made up my mind to leave the temple and come here to Luca. They needed people for this, and they asked me to help. So, here I am. Another job you were asked to do? I suppose nothing about me has really changed after all. Kann man wohl so sagen. I gotta run. My next assignment is about to start. See you later, Lady Yuna. Bis dann, Shalinda. She complains, but you can tell she enjoys it. Sounds a bit like Uni, don't you think? Really? Dr. B, care to give us your opinion? Was
hardest person to know is yourself. Hey, cut that out. Schon süß. Also gut. Schauen wir uns hier noch mal ein wenig in Luca um. Hier wird es wahrscheinlich auch eher wenig zu tun geben. Allerdings schauen wir uns doch noch mal ein wenig um. Hier können wir immer noch das Spiel Sphero Break spielen. Um mal herauszufinden, um mal das zu versuchen, eventuell. Mal sehen. So, erstmal, was kennen Sie Sphero Break? Ja, das kenne ich. Es haben sich schon viele Spieler eingefunden. Gehen Sie bitte in die Mannschaftsräume im Keller. Okay, mach ich. Egal welche Seite. Oh, hier ist auf jeden Fall eine Menge los. Wenn man die Grundlagen einmal begriffen hat, soll dieses Spiel gar nicht so schwierig sein. Achso, hier war ja das, hier war das Tutorium quasi dafür. Und ist das jetzt hier unten, was man hier spielen kann? Kann man hier? Hab schon wieder verloren. Man darf nicht zu geizig sein. Na, wollen wir spielen? Das wäre bestimmt eine gute Übung für dich. Ja, wir können es mal versuchen. 15 Runden, das soll, sind 20 Münzen. Zeitlimit 60 Sekunden, Schwierigkeit 2 Sterne. Ich würde gerne erstmal mit einem einfachen anfangen. Hey du Esel. Ich war zu sehr auf eine Combo aus und habe den Break verpfuscht. Jetzt habe ich nur noch wenige Münzen übrig. Willst du gegen uns spielen? Versprich, dass du nicht heulst. Och, du meine Güte. 4 Sterne. Nee. Oh, der sieht geschlagen aus. Ich habe schon wieder gegen sie verloren. Oh Mann, ich will stärker werden. hat halt viel mit Strategie und so zu tun. 2 Sterne. Könnt's ja mal versuchen. Okay. Sphero Break spielen. Helm, Savan, Coyote, Pudding. Möchten Sie diese Münze einsetzen? Ja. Ja und ja. So. Spielstart. So, das sind ja diese Kernmünzen. Und um die herum sind die Basismünzen. Und die müssen halt zusammen dann immer die Anzahl ergeben, die quasi genau in der Mitte steht. 1. Genau, und zwar. Jetzt muss ich die Kernbreak. Genau, so, das war die erste. 2. Spielrunde. Wir müssen jetzt eine 7 hinbekommen. Und zwar entweder eine 7 oder ein Vielfaches. Okay, ich fange mal an. Die 5. So. Genau, das war jetzt gerade 14. Richtig. 3. Spielrunde. Eine 6. Ich fange mal mit... wieder mit einer 5 an. Damit muss ich jetzt entweder eine 6 oder 12 oder 18 rauskriegen. Nehmen wir jetzt hier. Jetzt bin ich bei 18. Ich habe 3. Also brauche ich jetzt noch eine 5. Und ich habe einen Kernbreak. Genau. So, und ich muss immer aufpassen. Die Basismünzen verschwinden immer. So, jetzt brauche ich einen... Oh, ich muss ja auch ein bisschen auf die Zeit achten. Ich muss einen Break mit... Ach, die Startmünze. Ach, ja, stimmt. Immer erst die Kernmünze zuerst. So, zack, da. 11. Ich brauche jetzt noch eine 4. Und zack. So, und ich muss immer aufpassen. Ich darf nicht zu viel nehmen. Ich darf nicht zu gierig sein. Denn die Basismünzen verschwinden halt. Das ist jetzt eine 3. Okay. Also nehme ich eine 5. So.
Eine 11. Ich brauche jetzt noch eine 1. Und dafür nehme ich wieder den Kernbray. Die Kernmünze. Jawohl, Junge. So funktioniert das. Dann nehme ich jetzt hier so und dann habe ich schon eine 9. Die 8. Spielrunde. Ich muss noch 7 Runden schaffen. Okay. Dann nehme ich jetzt hier einmal die und die. Ich bin eine 4. Genau. Okay, jetzt habe ich gerade nicht sehr viele Münzen. Eine 2. So. Manchmal ist es auch einfach nur eine Kernmünze zu wählen, damit ein paar Münzen wieder zurückkommen. Eine 5. Okay, ich nehme jetzt hier einfach mal die. So. Jetzt habe ich eine 4. Und würde jetzt am besten. Ich muss überlegen. 1 und 3 am besten gehen. So. Jetzt brauche ich noch eine 3. Genau. Kernbreak. Jawohl. So funktioniert das Ganze. Gut, die 12. Spielrunde schon. Sehr gut. Eine 7. Man muss immer auch ein bisschen rechnen, wie gesagt. So. 8. Jetzt brauche ich noch eine 4. Hier und ich habe den. Sehr gut. 2 Runden noch und dann habe ich es geschafft. So. Und ich muss noch 5 Münzen benutzen. Okay. 2. So, letzte Runde und jetzt muss ich 4 Münzen benutzen, damit ich es schaffe. So, 15. Jetzt muss ich noch. So. So. Yes! Geschafft! Spielende, wir haben das Soll geschafft. Gewonnen! Jawohl! Das ist die erste Runde und gewonnen. Ich habe verloren. Wow, okay, das war jetzt ein klitzekleines Erfolgserlebnis. Das war jetzt gerade, ich würde mal sagen, mehr Glück als Verstand. Uff. Aber so spielt man Sphero Break. Ja, nice. Ich freue mich gerade so ein bisschen. Es hat viel mit Mathe zu tun. Ich bin Mathe echt ein. So ein. Nee, Mathe ist überhaupt nicht mein Fach gewesen. Obwohl man die Zahlen noch alle angezeigt bekommt, manchmal muss man halt auch unter Zeitdruck jetzt noch eine schnelle Kurzzeitentscheidung treffen, um das Ganze doch noch für sich zu gewinnen. Aber geschafft. Jawohl. Huhu. Gut, das mehr gibt es. Hier gibt es auch jetzt nicht mehr zu sehen, mehr zu entdecken. Achso, hier geht's ja. Ja, hier gibt es jetzt gar nicht großartig viel mehr. Da können wir jetzt auch zurück. Ich kann mir überlegen, nee, ich kam ja von da, ne? Stimmt. Können wir wieder zurück zum Flugschiff? Und dann geht es. Quatsch. Wir müssen ja noch gar nicht mal zurück zum Flugschiff. Wir können ja jetzt einfach den Weg wieder zurück, den wir gegangen sind. Und hoch zur Mienstraße. Dann geht es da jetzt wieder weiter. Gut. Erstmal wieder ein paar Kämpfe jetzt erledigen. So.
auf geht's. Hoch auf die Mienstraße. Und hier habe ich sogar beim letzten Mal eine Kiste für übersehen. Ein Muskelgürtel. Oder... ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich mache jetzt erstmal gerade einen kurzen Speicherstand. So. Schaue ich mir gerade einmal die Abilities an. Vitra, Medica, Engel. Engel ist auf jeden Fall sehr wichtig. Weißmagie ist 30% schneller einsatzbereit. Eigentlich müssten wir sowas auch unbedingt leveln. Wir haben so viel, so verdammt viele Kostüme. Die wir definitiv noch leveln müssen. Aber das, wie gesagt, das mache ich dann einmal in einer Offline-Sequenz.